Heute zusammen damit das Herz kommen zum mittigen neuen Schallenflug, Schweizer Cup, erste Runde, Weltstar Zürich gegen FCZ, genau. Im letzten Mund hatte ich jetzt eigentlich erdenkt, bei der Almen Brunau. Ja, aber ich glaube, das wird nicht das einfache Spiel, glaube ich, aber ich darf Weltstar nicht unterschätzen. Die haben sich, glaube ich, vor ein paar Jahren mal begegnet. Im Viertelfinal war es in Brunau, dort haben sie 3-2 verloren gekriegt, also FCZ hat 3-2 gewonnen. Genau. Aber ich glaube, ja, im letzten Grund hilft uns, ja. Im letzten Grund ist es, glaube ich, einfacher zum Spielen, wegen der Fans, wegen der Sicherung und so. Genau. Also ich tippe, ja, schwierig zu sagen, 4-0, 6-0, tippe ich jetzt mal. Genau. Und, ja, ich habe die letzten Schallenflugs-Doppelspiele, das sind sowieso behindert die Schallenflugs, das interessiert sowieso niemand. Genau, und ja, wenn es euch gefällt, dann kann es auch den Daumen nach oben da. Am 6. fängt es auf jeden Fall an. Genau, Ticket habe ich schon. Ich kann ab Südkurve auch so beim Sektor D. Und ja, ich will mal sagen, wir sehen uns später wieder.
Teil, da weiß ich, wie es wird, dann sind wir der zweite, dritte Reihe und so. Und hier wird es dann wieder hier sitzen. Und in jeder Mitte sind so wirklich. Thank you.
Ich bin wieder daheim, ja, 2 und gewonnen gegen Grazer. Ist gar nicht gut. Bei gegen Gegner muss man 6 oder 4 gewinnen. Mein Tipp ist auf jeden Fall 4-0-6 und leider nicht passiert. Genau, das erste Goal habe ich leider nicht aufzeichnen, weil ich nicht mit dem denke, dass der Santini zum Goal geht. Und nachher der Goalie hat einen Fehler gemacht, er will so eine Flanke machen. Ist Santini dazwischen gekommen. Und hat glücklicherweise den Ball verwischt und hat ihn ins Tor hineingelegt. Das habe ich leider nicht aufgenommen. Ich konnte auch so denken, dass es so ein Goal passiert. Ja. Das einzige Highlight ist, glaube ich, das Traumtor von Santini war. Ich glaube, von 10 Metern oder von 20 Metern hat das Goal gemacht. Traumgoal. Wirklich ein Sonntagsschuss. Das einzige Highlight eigentlich von dieser Partie. Genau. Ja, also Chancenwertung ist wirklich scheiße gewesen, muss man schon sagen. Sie müssen in der zweiten Halbzeit mindestens 3 oder 4-0 4 Goals machen. Das muss einfach gesagt werden, besser gehen. Sie haben das Glück, dass es nur ein Schweizer Cup ist, dass man die Chancen nicht unbedingt nutzen muss, weil man vielleicht andere Chancen auch kann nutzen kann. Sie haben wirklich Glück gehabt. Wir wären auch in den Rückstand fast gegangen in der 12. Minute. Dank Kostadinovic hat uns im Spiel gehalten, ganz parat. Ja, also in der Super League muss man die Chance nutzen, weil sonst wird es echt schwer so etwas gewinnen. Es ist einfach so. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, auf welche Gegner wir in der zweiten Runde sind. Bis da. Ich hoffe nicht gegen Kiba oder gegen St. Gallen oder gegen Lugano. Genau, aber Winter hat gestern auch mehr kann ich gehört, gegen WC Bonschatten haben sie auch, glaube ich, in den 87 Minuten und in den 90 Minuten 2 Gold gemacht. Also, ja. Schweizer Cup ist auch ein anderer Charakter, also eben nicht vergleichen mit der Super League, aber es ist keine Ausrede. Es ist einfach keine Ausrede. Es ist wirklich keine Ausrede zu etwas. Also, ja. Ich habe eine Frage euch. Gestern, als ich in Stadion kam, war der Sektor C wirklich leer gewesen. Ich schätze nicht, wieso der Sektor C niemand war. Nur der Sektor D und der Sektor A waren offen gewesen. Ich schätze nicht, wieso der Sektor C zu war. Es war ein bisschen komisch gewesen, muss ehrlich sein. Ja, Südkurve hat auf jeden Fall ein bisschen Lärm gemacht, also nicht ein bisschen gute Stimmung gemacht, muss man schon sagen. Und der ganze Saal, also wirklich der Portugies, der Porto gekommen ist, der hat gestern gespielt, als wäre keine Ahnung, was der Lionel Messi, okay, ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja. Der hat auch Champions League Erfahrung gehabt, das hat man auch gestern gesehen, weil er gestern seine Gegner austriebelt, also er hat gestern seinen Treffer sicher verdient gehabt. Ja, und Santini hat
Er könnte vielleicht 3 Hattrick machen, aber er hat seine Chance leider nicht genutzt. Ich glaube schon in der 6. Minute oder 7. Minute hat er von 1 Meter den Ball nicht ins Tor reingebracht, keine Ahnung wieso. Aber ja. Auf jeden Fall gehe ich gegen St. Gallen auf jeden Fall. Nach einer Woche drauf Klassiker gegen den FC Basel auswärts, gehe ich auf jeden Fall schauen. Genau, und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja. Tschüss zusammen.